Ja, willkommen am Lausitzring im McLaren 675 LT Coupé. Dieses Auto ist längst ausverkauft. Es gab nur 500 Exemplare von diesem sehr seltenen Sportwagen. Und als Erklärung hier mal ein paar technische Details zum McLaren 675 LT. Wie der Name schon sagt, hat der Wagen 675 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment. Wir haben hier auf der Teststrecke des Dekra-Geländes mal geschaut, wie dieses Auto denn tatsächlich sich fährt und was wir für Messwerte produzieren können. Der McLaren 650S war schon schnell, aber dieser 675 LT setzt noch einen drauf. 25 mehr PS, viel Leichtbau dank Carbon, clevere Elektronik und die weiterentwickelte Aerodynamik mit aktivem Heckspoiler vom Übersportler P1 sorgen für Topzeiten. Basispreis 310.000 Euro. Damit haben wir heute 2,8 Sekunden von 0 auf 100 in den Asphalt gebrannt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 330 Stundenkilometern. Das ist ein Racer par excellence, der extrem viel Spaß macht. Spaß, der vor allem dann deutlich wird, wenn man sich die Zahlen von 0 auf 200 mal so ansieht. Da braucht der LT, steht übrigens für Long Tail, nämlich gerade mal 7,6 Sekunden. Laut McLaren war noch nie einer ihrer Boliden so nah an einem Rennwagen dran. 2,8 Sekunden von 0 auf 100 mit dem heckangetriebenen Sportwagen, das ist schon mal eine Ansage. Und ein paar technische Details will ich euch noch nennen. Wir haben hier eine Titanauspuffanlage, die den tollen Sound produziert. Das Fahrzeug ist gewichtsreduziert um 100 Kilogramm im Vergleich zum 650S Coupé. Und wie gesagt, eine limitierte Sonderserie, die längst ausverkauft ist. 3 Sekunden schneller als der 650S bei unserem Rennstreckentest. Das sind Welten. Der 675 LT kann auf dem Track ein echter Rennwagen sein. Man kann mit ihm aber auch auf die lange Reise gehen. Und wenn es sein muss, könnte er auch ganz lässig im Schritttempo durch die Stadt rollen. Aber wirklich nur, wenn es sein muss.